Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Kappen. Ich bin IT-Consultant bei der Rachfeld IT Solutions. Willkommen zum Sauerland. Seit 2015 bin ich MVP, ursprünglich im Bereich File System Storage. Deswegen ist es auch der Grund, warum ich relativ früh in Kontakt gekommen bin mit dieser ganzen Bandbreiten-Thematik, die wir so brauchen. Mittlerweile sind wir alle in diesem Cloud- und Data-Center-Management untergebracht. Das muss ja immer Cloud im Namen sein, sonst taugt es nicht. Ne? Ansonsten, ich bin Trainer, bin Buchautor. Ich habe zusammen mit drei anderen MVPs ein Buch geschrieben über Hyper-V und Storage mit Windows Server 2016. Und ansonsten findet man uns relativ gut, wenn man nach Hyper-V sucht. Wir betreiben den Hyper-V-Server-Blog. Falls mich jemand bei Twitter adden möchte, ich schreibe ungefähr dreimal im Jahr eine Nachricht. Also von daher. Okay. Die Agenda sieht so aus, wir gucken uns so ein bisschen an, wie sieht es momentan aus, was sind so die Probleme, die wir haben, was für Herausforderungen haben wir, wie kriegen wir das Ganze dann gelöst, was gibt es für Möglichkeiten mit RDMA, was ist RDMA überhaupt, wie funktioniert es. Dann gucken wir uns an, wo kann ich es anwenden, wo lerne ich zum Beispiel relativ häufig, wo Kunden das brauchen oder sehe. Dann gucken wir uns ein bisschen an, wie haben wir das Ganze mal in einem Hands-on uns angeschaut. Was haben wir gelernt? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht gut? Es ist noch eine, gerade im Windows-Umfeld, eine relativ junge Technik. Von daher ist es, man läuft in ein paar Dinge rein. Und dann gucken wir uns ein bisschen an, wie sieht es momentan aus? Was kostet der ganze Spaß? Ne? Weil man denkt, so 100 Gigabit pro Sekunde wird wahrscheinlich Mordsgeld kosten. Schauen wir uns an. Was ist die momentane Situation? Ich denke, jedem ist klar, es werden immer mehr Daten. Wir brauchen immer höhere Bandbreiten. Wir haben immer mehr, was wir irgendwie abspeichern, transportieren müssen und so weiter. Und eines dieser Probleme, die wir relativ schnell festgestellt haben, ist, wenn ich mit TCP/IP kommuniziere, habe ich das Problem, das, was ich dort einpacke, auspacke, kostet Leistung. Eine aktuelle CPU schafft so zwischen 4 und 6 Gigabit pro Sekunde, was sie transportieren kann. Danach ist sie einfach am Limit. Das heißt, es gibt verschiedene Varianten und verschiedene Möglichkeiten, wo sich Hersteller gedacht haben, okay, wie kriegen wir das Ganze in irgendeiner Form optimiert, verbessert? Und ein Punkt ist natürlich, okay, wenn ich halt mit einem Kern arbeite, dann mache ich den halt möglichst schnell. Das heißt, ich kaufe neuere CPUs. Bessere CPUs funktioniert nicht so wirklich, weil ich bin trotzdem irgendwo noch limitiert. Dann kann ich natürlich hingehen und mir überlegen, wie kriege ich das Ganze in irgendeiner Form verteilt über verschiedene CPU-Kerne. Das heißt, ich arbeite dafür mit Multicores. Das Ganze ist entweder möglich über eine Funktion, die sich RSS nennt, Receive Side Scaling. Das heißt, ich verteile einfach die Last, die ich habe, auf multiple CPU-Kerne. Jetzt habe ich aber trotzdem das Problem, wenn ich so 4 bis 6 Gigabit transportieren kann pro Core, gehen wir von 5 aus, lässt sich ganz gut rechnen, habe ich bei 20 Gigabit habe ich schon mal 4 CPU-Kerne, die auf Volllast laufen. Und zwar immer auf Quelle und auf Ziel. Habe ich 40 Gigabit, bin ich dann schon wieder bei deutlich mehr Kernen. Habe ich 100 Gigabit, bin ich bei 20 CPU-Kernen. Ein Server, 20 CPU-Kerne, Quelle, 20 CPU-Kerne, Ziel. Eigentlich brauche ich die Ressourcen für was anderes. In der Regel halt für Virtualisierung, für mein Storage oder was auch immer. Also funktioniert das auch nicht so wirklich. Eine andere Möglichkeit, wenn ich mit virtuellen Maschinen arbeite, ist, dass ich das Ganze halt über eine Technik, die sich VMQ nennt, Virtual Machine Queuing, abbilde. Ich verteile auch die einzelnen VM-Daten, die ich transportiere, auf verschiedene Cores. Funktioniert aber auch nur begrenzt, weil ich habe halt immer das Problem, mein Arbeitsspeicher muss über die CPU abgerechnet werden und läuft dann halt übers Netzwerk zu dem Zielsystem. Das heißt, ich habe halt immer hier die CPUs, die auf Volllast laufen. Das ist genau das, was ich vermeiden möchte. Und genau dort setzt halt RDMA an. RDMA ist die Abkürzung für Remote Direct Memory Access. DMA werden wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, ne? Direct Memory Access. RDMA heißt, ich kann das Ganze remote machen. Das heißt, der Server A, den wir gerade gesehen haben, hier in diesem Beispiel, dieser hier, der kann halt seine Daten in den Arbeitsspeicher von diesem System reinlegen, über Netzwerk. Das Ganze ist mittlerweile so ausgereift, dass wir mit diesen Karten, die wir benutzen können, unter 600 Nanosekunden Latenzen haben. Das sind keine Millisekunden, das sind keine Mikrosekunden, ist noch eine tausender Potenz weniger, Nanosekunden. Damit man das mal so ein bisschen in Relevanz sieht, wenn man sich das Licht anguckt, Licht kann in einer Nanosekunde in der Luft 30 cm zurücklegen, das ist ungefähr so viel. Sobald ich über eine Fiberoptik gehe, bin ich ungefähr bei 20 cm pro Nanosekunde und momentan sind sie bei unter 600 Nanosekunden zwischen zwei Servern über den Netzwerkkabel. Das ist halt extrem performant und was ich halt auch habe, ich habe eine extrem geringe CPU-Belastung. Das ist das, was ich erreichen möchte. Weil, wo benutze ich die Technik? Auf Hypervisoren, auf Storage-Systemen, die müssen ihre CPUs für was irgendwas anderes verwenden, als halt für die Daten transportieren, sondern halt für den Workload, der da drauf liegt. Und
Bildlich gesprochen sieht es halt so aus, der Arbeitsspeicher kann über diese Netzwerkkarten an der CPU vorbei zu dem Remote-System übertragen werden. Das ist halt das, was ich grundsätzlich erreichen möchte. Wenn ich das machen möchte, RDMA ist generell ein Begriff für drei verschiedene Möglichkeiten und Protokolle, die ich einsetzen kann. Und zwar, das erste, was ich einsetzen kann, wenn ich möchte, ist IWARP. IWARP ist hergestellt worden oder entwickelt worden von der Firma Intel. Und es gab lange Zeit nur einen einzigen Hersteller, der das vertrieben hat, nämlich nicht Intel, sondern die Firma Celsio. Celsio ist ziemlich bekannt bei dieser Thematik. Celsio war lange Zeit der einzige Hersteller, der das vertrieben hat. Es gibt seit kurzem wieder Karten von Intel, wobei Intel das, wenn man das sich so von der Marktbetrachtung her anschaut, nicht so wirklich das Thema verfolgt, weil Intel mittlerweile mit Omnipass eine eigene Lösung rausgebracht hat und vorantreiben möchte. Deswegen, es gibt Karten, ja. Ich habe von Intel noch keine gesehen, wir haben mit Celsio gearbeitet. Wenn ich mit IWARP-Technik arbeiten möchte, dann kann ich verschiedene Bandbreiten benutzen. Das eine wäre, oder das kleinste, was ich benutzen kann, wäre 1 Gigabit. Das macht keinen Sinn, das kriege ich über normale CPUs dann ganz gut abgewickelt. Dann gibt es halt 10 Gigabit-Karten. Es gab lange Zeit 40 Gigabit, das war so das Maximum, was ich bekommen konnte bei Celsio. Und so vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, haben sie die 100 Gigabit-Karten angekündigt. Und mit 100 Gigabit habe ich halt die Möglichkeit, dass ich das wiederum aufteile und aufsplitte auf entweder 25 Gigabit oder 50. Der Vorteil von IWARP, wenn ich das benutzen möchte, ist, ich brauche keine spezielle Netzwerk-Hardware. Wenn ich das einsetzen möchte, kann ich irgendeine Form von Switch nehmen, die das unterstützt, so eine Ethernet-Switch, mit den entsprechenden Ports, die ich benötige. Und dann kann ich das halt darüber abfackeln. Ich brauche keinerlei Protokolle, keine Optimierungs-, was auch immer. Es funktioniert out of the box. Und der Vorteil ist, es ist routingfähig. Das heißt, wenn ich wirklich das irgendwie routen möchte oder muss, dann kann ich das mit diesem Protokoll machen, ohne dass ich irgendeine Form von Anpassung brauche. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre RoCE. RoCE ist die Abkürzung von RDMA, Over Converged Ethernet. Und bei RoCE gibt es verschiedene Hersteller. Es gibt den größten und bekanntesten, das ist Mellanox. Mellanox ist da eigentlich häufig gesetzt als der Hersteller, weil die das relativ lange schon rausbringen und relativ lange vertreiben. QLogic hat Karten, mit denen man das Ganze machen kann. Es gibt Cisco, diese WICs, die in diesen Blade-Systemen oder Blade-Centern verbaut sind. Die sind häufig vorzufinden. Und es gibt Karten von Emulex, wobei ich persönlich von Emulex abraten würde, weil die relativ viele Probleme erzeugen. Also wir haben relativ viele Probleme gehabt mit den Karten. Von daher versuchen wir, die so ein bisschen zu ignorieren. Wenn ich mit RoCE arbeiten möchte, gibt es die Möglichkeiten, dass ich zwischen 1, 10, 25, 40, 50, 100 oder 200 Gigabit arbeite. Also die sind nochmal doppelt so schnell wie die IWARP-Karten zum aktuellen Zeitpunkt. Und die 400 Gigabit sind angekündigt, beziehungsweise stehen auf einer Roadmap drauf. Wenn ich mit RoCE arbeiten möchte, brauche ich zwingend eine spezielle Netzwerk-Hardware in Form der Switche, die ich einsetze. Und zwar muss ich mit einer Funktion arbeiten, die sich Priority Flow Control nennt. Wir kommen gleich nochmal auf Priority Flow Control zurück. Das heißt, ich brauche eine Switch, die das kann. In der Regel, wenn ich mit 100 Gigabit Switchen arbeite, haben diese Modelle das. Weil es gibt jetzt nicht gerade so ein Einsteiger 100 Gigabit Modell irgendwo. Das ist in der Regel professionelle Hardware und kann halt auch diese ganze PFC-Funktionalität. Bei RoCE gibt es zwei verschiedene Versionen und Varianten von dem Protokoll. Nämlich Version 1 und Version 2, kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Und die dritte Variante, die ich benutzen könnte, wäre InfiniBand. InfiniBand ist gerade im Linux-Umfeld relativ bekannt. Ich persönlich kenne nur Mellanox als Hersteller von InfiniBand-Karten. Ich kenne jetzt keinen weiteren. Wenn ich mit InfiniBand arbeiten möchte, habe ich die gleichen Bandbreitenvorteile und Möglichkeiten, wie auch bei RoCE. Und InfiniBand hat im Windows-Umfeld, also da, wo ich herkomme, so ein bisschen das Problem, ich kann es zum Teil nutzen, aber es ist halt häufig für gewisse Lösungen nicht unterstützt oder Microsoft selber nutzt das auch nicht wirklich. Also ich kann es zum Teil nutzen, aber ich habe es sehr selten gesehen. Hat auch so ein bisschen die Eigenheit, es hat eigene Adapter, hat eigene Ports, hat eigene Switche, hat eigene Switchports, ist ein eigenes Protokoll im Prinzip. Es wird häufig umgesetzt im High-Performance-Computing-Umfeld, wenn mit Linux-Systemen oder Unix-Systemen gearbeitet wird. Bei Unis zum Beispiel sieht man das relativ häufig, wenn die so Rechencluster haben oder so, die machen das schon relativ lange und haben das schon relativ häufig im Einsatz. Im Windows-Umfeld ist es eigentlich nicht so häufig gesehen. Okay, wie funktioniert das Ganze? Und zwar fangen wir erstmal an mit IWARP. IWARP ist eine Erweiterung zum TCP-IP-Standard und vereinfacht gesprochen ist es so,
die CPU-Belastung, die ich sonst habe auf meiner CPU, die wird abgegeben an die Netzwerkkarte. Das heißt, es erfolgt ein Offloading von dem ganzen Traffic auf die Karte. Die Karte muss deswegen einen relativ guten Chip haben, der das Ganze verarbeiten und abrechnen kann. Und ich vermute, auch deswegen sind sie momentan in der Lage, nur 100 Gigabit zu rechnen. Bei Rocky sind wir schon bei 200 Gigabit, weil die das etwas anders machen. Und dadurch, dass es halt abgerechnet wird über die Karte, braucht diese Karte relativ viel Last oder erzeugt relativ viel Last und erzeugt deswegen auch relativ viel Wärme. Das heißt, eines der bekanntesten Probleme bei diesen Celsio-Karten, die wir halt hatten oder Kunden hatten, war, dass die Karten ausgestiegen sind, weil sie zu warm wurden. Die haben damals angefangen mit der ersten Revision der Karte, da hatten sie nur Kühlkörper drauf, mit so ganz markanten, kupferfarbenen Kühlkörpern, zwei Stück davon, und die Karten sind kontinuierlich ausgestiegen und im Eventlog hat man immer gesehen, Karte wurde zu heiß, Betrieb wird eingestellt. Das ist dann immer total toll, wenn die Karte dann ausfällt. In Revision 2 haben sie dann auch mit aktiver Belüftung und Kühlung gearbeitet, aber das war so der häufigste Fehler oder das Problem, was ich halt mit diesen Karten gesehen habe. Rocky ist das, was wir primär einsetzen. Bei Rocky ist es so, in der Version 1 haben sie das Protokoll rausgebracht, haben das veröffentlicht und generell ist das nicht routingfähig in der Version 1. Das heißt, ich kann das Ganze nur in einer Ethernet Broadcast Domain benutzen. Ich kann es nicht über irgendwelche Switche routen. Das ist für uns kein Problem, weil wir das in der Regel für die Anbindung von Storage-Systemen an Hypervisern benutzen. Die hängen häufig in einem Rack oder in einem RZ oder halt über verschiedene Bereiche gespannt. Aber ich habe jetzt nicht die Anforderung, dass ich das in irgendeiner Form in ein anderes Subnetz oder was auch immer transportieren muss. Von daher war Version 1 für mich völlig okay. Es gab natürlich Firmen, gerade im großen Umfeld, die gesagt haben, kein Routing ist doof, ich muss das trotzdem irgendwie routen. Deswegen haben sie die Version 2 rausgebracht. Version 2 ist routbar und Version 2 wird erweitert oder ist erweitert worden. Wenn man sich das mal anschaut, Mellanox hat das mal gezeigt, und zwar sind das die Protokolle oder halt generell das Paket, so wie es aussieht. Und wir sehen eigentlich so, der größte Teil ist hier diese Payload. Und wenn man sich das mal anschaut, egal ob Version 1 oder 2, letzten Endes wird InfiniBand-Traffic in ein Rocky-Paket mit eingepackt. Das heißt, ich habe technisch gesehen eigentlich immer noch InfiniBand und drumherum wird halt ein Rocky-Paket gepackt. Das ist auch so der Grund, weswegen Celsio sagt, Rocky ist blöd, weil es eigentlich verkapseltes InfiniBand ist. Das hat irgendwie, Mellanox sagt, ja, aber funktioniert super, bitte nutzen. Von daher, das ist so der Unterschied. Und was sie gemacht haben bei dem Version 2, haben sie hier unten einen UDP-Header eingebaut und in diesen UDP-Header oder durch diesen UDP-Header kann ich jetzt halt diese Pakete mit der Version 2 von Rocky auch routen, wenn ich das in irgendeiner Form muss. Ich muss es nicht, von daher ist es mir letzten Endes egal. Solange es halt vernünftig funktioniert, ist das okay. Wenn ich mit Rocky arbeiten möchte, bin ich verpflichtet, mit VLANs zu arbeiten, weil das, was wir gerade in diesem Paket gesehen haben, diese Informationen von diesem Rocky-Protokoll oder dieser Rocky-Tag wird mit in den Bereich reingesetzt, wo halt auch das VLAN gesetzt wird. Das ist häufiger bei Kunden der Fall gewesen, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann nutzen wir halt ein VLAN-Tagging, aber wir benutzen einfach so einen Untagged-Port auf der Switch, dann haben wir da auf dem Server gar nichts mit zu tun. Funktioniert nicht, weil der Server muss diesen VLAN-Tag setzen, weil er da seine Rocky-Informationen mit reinspeichert. Zweite Voraussetzung, die ich brauche, ich muss mit diesem Priority Flow Control arbeiten. Priority Flow Control ist eines von vier unterschiedlichen Protokollen, die mal definiert worden sind. Und diese sind zu diesem Data Center Bridging zusammengefasst worden, abgekürzt DCB. Und es gibt insgesamt vier Stück. Das erste davon ist Priority Flow Control. Das ist das, was wir aktiv brauchen. Ich erkläre gleich, wie es funktioniert. Das zweite, was wir benutzen können, wäre ETS. ETS ist ein Bandbreitenmanagement. Das heißt, ich kann Bandbreitengarantien aussprechen, dass ich sage, wenn diese Form von Traffic kommt, dann kann ich die über irgendeine Form von Bandbreitengarantie garantieren. Ich sage, okay, mindestens 60%, 70% oder so ist halt für diesen Rocky-Traffic vorgesehen. Dann gibt es DCBX. DCBX bedeutet, vereinfacht gesprochen, Sie konfigurieren Ihre Switch und die Switch verteilt diese DCB-Konfiguration an die angeschlossenen Geräte, an die Server. Funktioniert im Linux-Umfeld, im Windows-Umfeld sind Sie momentan dran, das zu implementieren. Stand heute funktioniert es noch nicht. Das heißt, wenn Sie mit Rocky unter Windows arbeiten, müssen Sie diese Funktion aktiv deaktivieren. Und dann gibt es noch die CN, diese Congestion Notification. Die gibt es auf dem Papier. Ich habe bisher noch kein Gerät, kein Hardware-Modell gesehen, was in irgendeiner Form das kann. Ist mal definiert worden von diesem IEEE-Konsortium. Gibt es aber so nicht. Das heißt, diese beiden hier,
können bzw. müssen wir nutzen. Die anderen beiden brauchen wir im Rocky-Umfeld nicht. Wie funktioniert PFC? Wenn ich mit PFC arbeite, dann habe ich 8 verschiedene Prioritätsklassen. Stellen Sie sich vor wie eine Autobahn, die 8 verschiedene Spuren hat. Und Sie können jetzt über diese Autobahnspuren, die Sie haben, definieren, welche von diesen Spuren für welche Art von Kommunikation genutzt wird. Bei Rocky ist es so, Sie definieren mindestens eine QoS-Policy, eine Quality of Service Policy. Und mit dieser QoS-Policy können Sie definieren, dass wenn dieser Rocky-Traffic ankommt, dass er garantiert eine freie Spur bekommt. Das ist der erste Punkt, den man macht. Dann ist es so, dadurch, dass wir ja nicht mehr mit einem TCP-IP kommunizieren, haben wir halt verschiedene Anforderungen an den Datentraffic. Bei TCP-IP ist es ja so, ich nehme Daten, packe sie ein in ein Paket, verschicke sie, packe sie wieder aus. Funktioniert relativ gut, aber ist natürlich limitiert von dem, was ich an CPU-Ressourcen brauche und so weiter. Das heißt, Rocky geht hin und lässt diese Paketierung einfach weg. Die benutzen zwar Rocky-Pakete, aber sie benutzen keine TCP-IP-Pakete mehr. Und wenn ich das mache, dann habe ich auch keinen Kontrollmechanismus mehr, weil der Sender kann ja sagen, okay, ich schicke jetzt Pakete und der Empfänger sagt dann irgendwann, okay, habe ich nicht bekommen, dann schickt es der Sender bei TCP-IP nochmal. Habe ich keine Pakete, habe ich diese Art von Kontrollmechanismus auch nicht. Deswegen ist es so, dass sie mit dieser Priority Flow Control gesagt haben, dass in diesem Kommunikationsstrom, den ich mit Rocky habe, können diese einzelnen Kommunikationspartner strategisch Pause-Frames einbauen. Das heißt, wenn ich 2 Sender habe, die jeweils mit 100 Gigabit senden können, kann ein Empfänger mit 100 Gigabit einmalig ja nicht den gesamten Datenstrom aufnehmen, weil er doppelt so viel Daten theoretisch bekommen könnte, wie das, was der Empfänger annimmt. Also kann er in diese Kommunikation Pause-Frames reinlegen und sagen, Moment, ich muss die Daten erstmal abarbeiten, bevor ich neue bekomme. Und das muss halt komplett durchkonfiguriert werden. Das mache ich mit diesem PFC. Weil dadurch, dass ich halt keinen Kontrollmechanismus in Form von TCP-IP habe, muss ich das in irgendeiner Form halt definieren. Dass die Geräte untereinander sagen können, okay, ich sende jetzt strategisch eine Pause, der hört kurz auf mit Datensenden und setzt wieder an. Das ist der nächste Punkt, den Shell so ganz stark kritisiert, weil sie sagen, Pause-Frames sind doof. Marketing. Wie funktioniert es im Windows-Server? Wenn ich das im Windows-Server konfigurieren möchte, diese Form von PFC sieht das so aus, dass ich das per PowerShell machen muss. Mittlerweile geht ja nahezu alles per PowerShell. Und es sieht so aus, ich muss erstmal eine Funktion installieren, in der ersten Zeile, nämlich dieses Data Center Bridging, Abkürzung DCB, ist ein Feature im Windows-Server 2016, 2012 hat es erstmalig eingeführt. Zeile 2 erstellt eine neue QoS-Policy. Und wir sehen jetzt hier bei dieser QoS-Policy, das ist die Priorität 5, die ich konfiguriere. Es gibt diese 8 Prioritätsklassen, ich kann eine davon auswählen. Microsoft nimmt immer 3 in den Beispielen, wir haben uns irgendwie auf 5 festgelegt, das ist völlig egal, was Sie nehmen. Sie können sagen, hey, ich mag die 3, ich nehme die 3, Sie mögen die 5. Wichtig ist nur, es muss komplett durchgängig konfiguriert sein. Dann kann ich für diese Priorität 5 hier dieses Net QoS Flow Control aktivieren, das heißt, der Windows-Server weiß, dass diese Prioritätsklasse 5 für ihn der Data Center Traffic ist und dann deaktiviere ich es für alle anderen. Und dann kann ich gezielt die Art von Netzwerkkarten auswählen, die diese Art von Kommunikation haben. Das wären zum Beispiel diese 2 100 Gigabit Karten oder je nachdem, was Sie für eine Bandbreite betreiben. Und die letzte Zeile, die wir sehen, das wäre dieses ETS-Protokoll, mit dem ich arbeiten kann, um halt zu garantieren, dass zum Beispiel diese Karten definitiv immer 60% an Bandbreite bekommen, egal was passiert. Kommen dann noch andere Arten von Traffic drüber, kann ich halt damit definieren und steuern, wer welche bekommt. Welcher? Ja, falsch angepasst. Ah, Copy-and-Paste-Fehler. Ja, es ist ein Schreibfehler, sehr gut. Ich kann es eben korrigieren. Das hat niemand gesehen. Aber gut aufgepasst, ja. Das kommt davon, wenn man Microsoft-Beispiele kopiert und auf 5 anpasst, ja. Wir nehmen halt immer 5 und dadurch, dass das dann in den Switch natürlich drin ist, muss man irgendwann durchgängig auf 5 nehmen, ja, genau. So, wie sieht es aus mit der Switch-Konfiguration? Das ist ziemlich unterschiedlich. Das kommt auf den Hersteller an, den Sie einsetzen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Diese Beispiele, wir gehen nicht näher darauf ein, was Sie machen. Ich gehe nur darauf, oder ich möchte nur zeigen, dass es total unterschiedlich ist. Das erste Beispiel wäre eine Dell N4000-Switch. Bei dieser Dell N4000-Switch sieht eine Konfiguration von dieser ganzen PFC-Geschichte wie folgt aus. Der Vortrag heißt hier auch,
Oder wie ich lernte, 100 Gigabit zu lernen, das ist eine, oder zu lieben, das ist eine der Punkte, die halt knackig sind. Bei Dell geht's noch. Dann haben wir eine HPE Flex Fabric 5700. Da sieht das dann schon ein bisschen umfangreicher aus. Da haben wir nämlich erstmal diese Codezeilen. Dann geht das Ganze weiter mit diesem hier. Und wenn ich dann das Ganze abschließen möchte, dann stelle ich irgendwann die Prio 5 ein. So sieht es halt bei HPE unter anderem aus. Das Tolle bei den Herstellern ist ja auch, die haben unterschiedliche Modelle, verschiedene Zukäufe. Das heißt, in den einzelnen Produktreihen sieht es wieder anders aus. Bei Cisco sieht es wie folgt aus. Da habe ich auch eine Config, dass ich das dann wie folgt reinsetze. Die zweite Zeile sieht dann so aus. Und damit habe ich das Ganze dann auf so einer Cisco-Switch konfiguriert. Mein kleiner Favorit ist ja Mellanox, weil bei Mellanox sieht es so aus. Es ist deutlich umfangreicher und kompakter. Und ich habe nur 6 Zeilen. Deswegen, wir persönlich arbeiten sehr viel mit Mellanox. Der Vorteil ist auch, dass die sich extrem auf diese Art von Rocky-Kommunikation spezialisiert haben und dadurch das Ganze natürlich auch optimiert haben. Gegenüber einem Hersteller, der sagt, wir können das auch. So, warum brauche ich das? Warum brauche ich 100 Gigabit? Warum brauche ich im Jahr 2017 100 Gigabit? Natürlich brauche ich das, wenn ich groß bin, wenn ich richtig groß bin. Azure, ne, ist einer der Punkte. Microsoft spricht mittlerweile von Millions of Servers. Das heißt, wir haben schon mal mindestens 2, die da in irgendeiner Form weltweit irgendwo stehen und betrieben werden. Amazon, was auch immer, Google, RZ-Betreiber. Wir sehen das teilweise bei Großkunden, die eine Standortvernetzung haben. Wir haben momentan ein Projekt mit einem Kunden, der hat uns erzählt, die haben 2 RZs getrennt über 14 Kilometer oder 15 Kilometer und die hätten gerne 100 Gigabit über diese Entfernung. Funktioniert Stand heute leider noch nicht, weil die kommen nur bis maximal 10 Kilometer. Die arbeiten an 20 Kilometern, das soll aber erst irgendwann nächstes Jahr rauskommen, weil sie haben nicht genügend Bandbreite zwischen einzelnen Standorten und können das momentan nur mit multiplen 40 Gigabit Trunks abfackeln, ist aber zu wenig. Wo brauche ich es in einem kleinen Umfeld oder in einem kleineren Umfeld? Ich brauche das unter anderem, wenn ich Software-Defined Storage-Lösungen aufbaue mit aktuellen Lösungen. Wenn ich eine hohe Datenbankbelastung habe oder wenn ich generell Traffic zwischen Systemen habe, die sehr hoch sind. Und wo wir es aktiv brauchen, momentan ab Server 2016 ist Microsoft Storage Spaces Direct. Das ist die Software-Defined Storage-Lösung von Microsoft. Das ist das, wo wir momentan sehr viel mitarbeiten. Und zwar sieht das so aus. Generell, wie bei anderen Lösungen auch, schaltet Microsoft verschiedene Server, die mit lokalen Datenträgern arbeiten, zusammen, setzt dort diese Storage Spaces Direct Lösung auf und dann kann ich entweder da drauf meine virtuellen Maschinen betreiben oder ich habe ein eigenes Software-Defined Storage System, was halt läuft, für einen oder multiple Hyper-V-Cluster. Das ist der Punkt, wo wir es brauchen. Ja? Yes. I'm coming to this later. Yes. Und bei Microsoft sieht es zum Beispiel so aus, werden Daten auf die Server draufgeschrieben und es kommen hier oben eingehende Daten rein von virtuellen Maschinen, von Datenbanken, dann müssen diese Daten mehrfach abgelagert werden. Und in dem Beispiel haben wir einen 3-Wege-Spiegel, das heißt ein Block, der geschrieben wird, wird immer auf mindestens 2 weitere Systeme geschrieben, um eine Redundanz zu haben. Wir sehen jetzt hier in dem Beispiel schon, es handelt sich hier um NVMe-Datenträger beziehungsweise um NVMe-Flashkarten. Und diese NVMe-Flashkarten haben eine extrem hohe Performance und können mittlerweile extrem viel an IOs und an Bandbreite verarbeiten. Und jetzt muss ich von dieser NVMe hier das Ganze in diese NVMe reinschreiben und zeitgleich in diese hier. Das heißt, dieser Weg hier oben, das ist das, wo ich Performance brauche. Und ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht für NVMe-Datenträger, mit denen wir arbeiten oder gearbeitet haben. Erstes Beispiel wäre die Intel P3700 NVMe. Das ist unter anderem eine 2 Terabyte Steckkarte, die ich benutzen kann. Das heißt, die steckt hinten in dem PCIe-Bus und hat dadurch einen extrem schnellen Zugang zur CPU. Dieses Gerät hat pro Karte diese Werte, die der Hersteller vorgibt. Das heißt, wir reden hier von 2800 Megabyte lesend und 1900 Megabyte schreibend pro Sekunde und halt bis hin zu 450.000 lesenden IOPS. Das ist ein Modell, was momentan schon wieder abgekündigt ist. Das heißt, es gibt es noch, aber wird in kurzer Zeit dann halt abgelöst. Die 4000er-Reihe kommt.
Bei der Intel P4500 sieht es zum Beispiel so aus, da bin ich schon bei über 3000 Megabyte pro Sekunde, was ich von diesem System lesen kann. Oder ich habe die Möglichkeit, mit der P4600 zu arbeiten. Da bin ich dann irgendwo bei Werten 650.000 IOPS lesend, 3,2 Gigabyte pro Sekunde schreibend, beziehungsweise auch lesend und 1650 Megabyte schreibend. Das muss ich in irgendeiner Form abfangen. Das ist eine. Ich kann auch zwei reinstecken oder vier. Und dann muss ich das zwischen den einzelnen Servern synchron halten. Wenn mein Netzwerk in der Form nicht performt und nicht schnell genug ist, dann ist das halt mein Problem. Das heißt, hier arbeite ich mit dem SMB3-Protokoll. Und das SMB3-Protokoll ist eingeführt worden mit Server 2012 das erste Mal, wird seitdem stetig erweitert und ist eigentlich so, ich wüsste kein Protokoll, was schneller ist und mehr performt, Stand heute im Bereich von dem Storage. Und SMB3 ist direkt mit einer aktiven ROCi bzw. IWAP-Nutzung konfiguriert und erstellt worden. Das heißt, sobald ich SMB3 benutze und ich habe RDMA-Karten, spricht man immer von SMB Direct. Das heißt, ich habe kein Offloading auf die CPU, ich habe keinerlei Bandbreitenbegrenzung, außer das, was die Hardware vorgibt. Und das, was die Hardware vorgibt, schauen wir uns mal an. Und zwar, Microsoft hat das Ganze mal gebenchmarkt und hat eine Netzwerkkarte mit 100 Gigabit genommen und hat sie ohne und mit ROCi verglichen. Und sie haben gesagt, dass sie auf über 90 Gigabit pro Sekunde gekommen sind, über einen 100 Gigabit Single Link, wo sie dann halt das Gleiche gemacht haben ohne ROCi. Und man sieht, es ist ungefähr so die Hälfte. Das ist halt ein Slide, den Mellanox zusammen mit Microsoft gemacht hat. Ich konnte das mal nachstellen, weil wir hatten auch mal oder haben auch 100 Gigabit Karten. Und als ich das nachgestellt habe, bin ich auf folgende Werte gekommen. Das heißt, wir lagen hier so bei 92,25 Gigabit über eine Karte. Das ist halt das, was ich mal gebenchmarkt habe. Mehr geht leider nicht. Ne? So ein bisschen Overhead ist noch mit drin. Also wirklich 100 kriegt man nicht. Das wirkt sich natürlich super gut aus bei einer Live-Migration. Das ist zum Beispiel eine Live-Migration von einem System, was ich oder was wir bei uns stehen haben. Mein Problem bei diesem Hypervisor oder bei diesem System ist, da sind leider nur 128 GB RAM drin. Das heißt, ich kann nicht multiple VMs betreiben. Das geht alles zu schnell. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn man es generell mit zwei Ports macht auf einer Karte, kommt man auf 115,2 Gigabit. Das ist eine Dual-Port-Karte von Mellanox. Sehen wir auch gleich noch. Und das ist so das, was man maximal durch den Bus durchkriegt. Weil das Problem ist nicht die Karte. Die Karte könnte mehr. Das Problem ist der PCIe X16 Generation 3 Slot. Der kann nämlich laut Datenblatt nur 128 Gigabit. Und man kommt so technisch auf diese 115,2. Mehr ging leider nicht. Das sind 14,4 Gigabyte pro Sekunde. Das ist quasi ein Double-Layer-DVD pro Sekunde, die ich da durchschieben kann, beziehungsweise noch ein bisschen mehr. Und wenn ich das hochskaliere auf multiple Server, dann kann ich das auch noch ein bisschen vergrößern. Microsoft hat einen Test gemacht mit 12 HP-Servern. Das sind ganz normale HP DL380 Gen 9 Server, die Sie Stand heute kaufen können. Sie haben 48 NVMe genommen, also von diesen NVMe-SSDs, haben die da reingesteckt. Das heißt, 48 durch 12 bin ich bei 4. Jeder Server hat 4 NVMe's, mehr nicht, bis auf das Betriebssystem natürlich. Dann haben Sie diese Systeme mit 100 Gigabit Karten ausgestattet und haben dann diese 12 Server mal belastet und haben geguckt, was kriegen sie so durch. Und Microsoft ist bei diesem System auf über 1,2 Terabit gekommen. 12 ganz normale Server. Ja, die NVMe's kosten ein bisschen Geld, aber sie kriegen heute über 1 Terabit in so einem Rack durchgeschoben, wenn sie den Bedarf haben. Und das ist beeindruckend. Also ich kenne kein Storage-Protokoll, was so performt wie SMB3. Deswegen bin ich MVP in dem Bereich. So, was haben wir gelernt? Wenn Sie Server kaufen, ich weiß, die Hersteller hören das nicht gerne, aber wenn Sie zu Dell, zu HP, zu irgendwem gehen und sagen, ich hätte gerne einen Server mit RDMA-Karten, dann verkaufen die Ihnen in der Regel Karten, die mit einer eigenen Firmware geflasht sind. Das hat den Vorteil, dass Sie das über diese System-Management-Tools mit verwalten können. Sie können die updaten über die Lifecycle-Controller, über die IDVEX-Systeme, wie auch immer. Das hat den Nachteil, Sie kennen das vielleicht von Ihren Handys, ne? Google bringt ein Android raus,
Samsung schmiert ihre Software rein und dann schmiert irgendein Provider nochmal was rein. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie nach einem Jahr irgendwo ein Update. Das ist hier ein bisschen ähnlich. Das heißt, wenn wir Systeme aufbauen für Kunden, versuchen wir original Mellanox-Karten zu kaufen. Wenn man den Herstellern ganz gehörig auf den Senkel geht, verbauen die auch Originalkarten. Man muss aber denen wirklich ein bisschen auf den Keks gehen. Ansonsten kaufen sie die so, nehmen sie keine branded Hardware. Das macht keine Freude. Wir haben häufiger Projekte gehabt, gerade zu den Anfangszeiten mit 100 Gigabit, wo die Hersteller nicht eine Firmware direkt adoptiert haben und mit ihrem Logo versehen haben und rausgebracht haben. Das heißt, die Kunden hatten 100 Gigabit Karten mit bekannten Problemen, die Mellanox schon gefixt hat, die der Hersteller aber noch nicht gefixt hatte, weil das irgendwie noch nicht rausgekommen ist. Flashen Sie die Karten mit der Mellanox-Firmware, geht das, dann haben Sie wiederum keinen Support von dem und so weiter. Das zieht sich so ein bisschen durch. Für uns ist der Vorteil, dass wir dann einfach die aktuelle Firmware, den aktuellen Treiber nutzen können. Wenn Sie die Systeme installieren, benutzen Sie grundsätzlich ein UEFI. Man kann die Systeme noch teilweise ins BIOS zurückstellen und die Leute sagen manchmal so, ja, BIOS kenne ich, das ist super, das mache ich schon 20 Jahre. Funktioniert aber mit der neuen Technik nicht. Das heißt, es gibt enorme Performance-Probleme und man kommt nicht irgendwie auf diese 100 Gigabit und dann fragt man sich, warum. Und irgendwann guckt man so ins BIOS oder halt in die Firma und man sieht, BIOS-Modus, Legacy, funktioniert nicht so gut. Generell aktuell halten, es ist noch eine relativ junge Technik. Das heißt, diese ganzen Treiber-Firmware-Varianten kommen relativ schnell raus, weil die halt auch sehr schnell dann reagieren, was gut ist bei Mellanox zum Beispiel. Und deswegen möglichst halt diese unbranded Hardware benutzen. PFC-Konfigurationen, die nicht durchgängig sind, ist eigentlich so das größte Fehlerbild, was wir sehen. Irgendwo ist es konfiguriert und an irgendeiner Stelle wurde es vergessen, gerade wenn multiple Switch-Systeme im Einsatz sind. Dann funktioniert das halt nicht durchgängig. Was passiert, wenn ich keine durchgängige PFC-Konfiguration habe? Ich habe Datenabbrüche oder halt im dümmsten Fall Datenverluste. Weil wenn ich von der Quelle her Daten sende und die kommen auf dem Ziel nicht 100% an, dann habe ich halt einfach kaputte oder defekte Daten. Bei Virtualisierung sieht man es häufig, die VMs sterben dann. Die sind zwar noch da, aber die gehen dann halt aus und fallen dann irgendwie so nach und nach alle komplett aus. Deswegen PFC-Konfigurationen auf jeden Fall beachten. Und eine durchgängige VLAN-Konfiguration, das ist auch sehr wichtig, weil eben bei dem Rocky das Ganze in diesen Bereich von dem VLAN in das Paket mit reingeschrieben wird. So, jetzt gucken wir uns mal an, was der Spaß kostet. Und zwar habe ich mal am Mittwoch meine Folien vorbereitet und diese Screenshots, die wir jetzt sehen, sind von letztem Mittwoch. Das sind Internetpreise, das sind keine internen Magical Hardware-Preise für super Reseller oder so, die stehen so, wie sie sind im Internet. Sie kriegen eine Dual-Port 25 Gigabit-Karte, Stand heute, für 264 Euro. Das sind 2x25 Gigabit. Das, was wir hier sehen, ist eine ConnectX 4LX-Karte von Mellanox. Und diese Karte hatten wir auch in diesen Benchmarks. Diese Karte kriegt man übrigens vollkommen ausgereizt, weil das Maximale, was diese Karte kann, sind 50 Gigabit. Das hier ist ein PCIe Generation 3 Slot und der kann diese 50 Gigabit halt abhandeln. Die Karten kosten, Stand heute, 264 Euro ohne Projektpreis. Wenn Sie das in einem Projekt beantragen, kriegen Sie da halt nochmal vernünftige Projektpreise. Das heißt, es wird nochmal einen Tacken günstiger. Der Vorteil von dieser Variante ist, dass hier dieser Anschluss ist ein QSFP28 Slot. Dieser SFP28 Slot ist eigentlich das gleiche wie ein SFP Plus Slot, außer dass er technisch ein wenig erweitert wurde. Das heißt, die Hersteller können auf die gleichen Kabel zurückgreifen, können auf die gleiche oder die ähnliche Hardware zurückgreifen. Das muss nicht komplett neu entwickelt werden. Die Kabel liegen, wenn das so fertig konvektionierte Kabel sind, 2, 3, 4 Meter, liegen bei 30 Euro, 25 Euro irgendwo. Es ist extrem günstig. Eine Dual-Port 100 Gigabit-Karte liegt Stand heute bei 772 Euro. Das heißt, Sie kriegen 200 Gigabit Bandbreite für unter 800 Euro. Ich kann mich noch an Zeiten zurückerinnern, da hat eine Dual-Port 10 Gigabit Non-RDMA-Karte von Intel 550 Euro gekostet. Das ist nicht viel mehr. Hier sind natürlich die Kabel ein bisschen teurer, weil dieser Anschluss hier, den ich habe, das ist halt ein QSFP28-Slot, da oben sehen wir es auch, das ist halt ein 100-Gigabit-Anschluss. Und bei den Switchen sieht es so aus, Sie kriegen von der Firma Mellanox zum Beispiel ein Modell,
Das ist eine 16-Port 100-Gigabit-Switch, die kostet Stand heute 9.000 Euro. Und diese 100-Gigabit-Switch ist eine HE hoch und ein halbes Rack breit. Das heißt, Sie kriegen zwei davon nebeneinander in eine HE und haben dann halt 32 von diesen 100-Gigabit-Ports. Der Vorteil von dieser Technik ist, Sie können das Ganze entweder von 100 Gig auf 100 Gig benutzen. Technisch gesehen ist es aber so, 100 Gigabit sind eigentlich 4 mal 25 Gigabit zusammengepaart in einem Kabel. Das heißt, ich kann auch so eine Kabelpeitsche kaufen und kann 100 Gigabit auf 2 mal 50 Gigabit runterbrechen. Das heißt, da hätte ich nicht 64 Ports auf einer HE, Entschuldigung, 32, sondern ich hätte 64 Ports auf einer HE. Und das Ganze kann ich nochmal runterbrechen mit einem anderen Kabel, nämlich mit diesem hier. Und da kann ich 100 Gigabit auf 4 mal 25 Gigabit runterbrechen. Also habe ich theoretisch eine 25 Gigabit Switch mit 128 Ports auf einer HE. Und wir bauen häufig so 4 Knotensysteme auf mit Storage Spaces Direct. Technisch bräuchte ich pro Switch dann eigentlich nur ein Kabel und hätte schon eine Redundanz. Das ist halt relativ günstig. Dann hat Mellanox irgendwann auch die Connectix 5-Karte vorgestellt und dann habe ich mir die so angeschaut. Da habe ich mir gedacht, 100 Gigabit, QSFP 820, sieht irgendwie genauso aus wie die Connectix 4. Was ist jetzt so der Unterschied? Kostet auch das Gleiche, sieht eigentlich auch gleich aus. Und das ganz Interessante bei dieser Art von Karte ist, wenn man in die in das User Guide reinguckt von dieser Karte und ein bisschen runterscrollt, kommt man irgendwann zu einem Screenshot und dieser Screenshot sieht so aus. Das heißt, die können mit dieser Karte ein Host Chaining. Bedeutet, wenn ich einen kleinen Aufbau habe, 4 Server, die untereinander eine extrem hohe Bandbreite brauchen, die aber nicht in irgendeiner Form zu meinem User, zu meinem was auch immer, zu meinem Gateway gesendet werden muss, dann kann ich 4 Karten kaufen. Ich kaufe mir 4 Kabel, ich baue im Prinzip ein Ringnetz und habe 200 Gigabit Bandbreite zwischen diesen Systemen. Die Karten, haben wir gesehen, kosten irgendwie 700 so viel Euro. Das heißt, ich bin irgendwo bei 2.800 Euro plus Kabel, bin ich bei 3.000 Euro und ich habe eine 200 Gigabit Backend-Infrastruktur. Das kriegt man nicht mit Fiber Channel hin oder mit ICE quasi sowieso nicht. Von daher, das ist halt das, wo ich momentan drauf warte. Die Karten sind verfügbar, die Software ist leider noch in der Entwicklung. Das Problem ist, ja, ich habe mit Mellanox gesprochen, wir kennen jemanden, der dort arbeitet und der sagte, die haben natürlich gefragt, hey, wir bauen eine Connectix 5, was wollt ihr haben an Features? Wer wird gefragt bei sowas? Enterprise-Kunden, Großkunden. Die interessiert das leider nicht, deswegen ist dieses Feature so ein bisschen nach hinten gerückt auf der Liste der Dinge, die halt produziert und gemacht werden. Und deswegen sagt er mir, sie planen Herbst 2017. Also wenn man so nach draußen guckt, ist es Herbst. Deswegen, ich warte auf die Software, die das kann, weil dann kann man nämlich gerade in kleinen Umgebungen sagen, okay, ich spare mir halt hier oben diese Switcher und ich baue das Ganze halt im Backend extrem performant auf. Die erste Frage, die mich interessiert, wenn ich sowas sehe, wenn diese Technik verfügbar ist, wie verhält sich das System, wenn ein Server ausfällt? Erstmal habe ich einen Ring, der Ring wird an einer Stelle aufgebrochen, ist erstmal kein Problem, aber was passiert mit der Karte? Und richtig cool wäre, wenn die Karte merkt, dass der Server ausgefallen ist und durchschaltet. Dann hätte ich noch nicht mal einen Abbruch in dieser Ringkommunikation. Da muss man aber gucken, wie das Ganze so passiert und was da noch kommt. Die Karten sind verfügbar, die Hardware ist momentan da. Es gibt halt leider noch keine Software. Also man kann sie so benutzen wie links. Ich warte auf den Part rechts. Okay, das wäre so viel von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.